Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute sprechen wir über die Vertikalfahrt Power Tower 2 der Schaustellerfirma Schneider & Co. OHG aus München. Erlebt unter anderem hier in diesem Video interessante Rekommandeuraufnahmen, ein Nacht-Off-Ride sowie ein komplettes On-Ride-Video von diesem Turm hier hinter mir. Dazu gibt es nochmal einen kleinen Blick hinter den Kulissen des Power Tower 2. Also bleibt dran, wenn ihr den Fall aus 59 Metern Höhe erleben wollt, und bis gleich. Willkommen zurück und somit herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Funfair Blog. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Unfassbar, oder? Und zur Feier des Tages gibt es auch eine kleine Neuerung. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich gerade schon eben gesehen, denn es gibt ein neues animiertes Funfair Blog Intro, welches der liebe Lars natürlich nicht selber erstellt hat, sondern das kann ich gar nicht. Das hat der liebe Passi vom YouTube-Kanal Sims Fabrik erstellt. Die Sims Fabrik ist ein sehr cooler Kanal. Wenn ihr euch beispielsweise für das Spiel Die Sims interessiert oder auch so Let's Play Videos, dann seid ihr genau an der richtigen Adresse bei ihm. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei ihm. Ich verlinke euch seinen Kanal auf YouTube und Google Plus hier oben rechts. Und auf Facebook verlinke ich euch das mal in der Beschreibung. Schaut mal definitiv vorbei, sehr, sehr cool. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, lieber Passi, für die Animation. Ich habe mich sehr darüber gefreut, sehr geil. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Power Tower 2. Dieser Turm wird betrieben von der Schaustellerfirma Ewald und Christina Schneider aus München. Und das ist die größte transportable Vertikalfahrt der Welt. USA! USA! Hier erlebt man nämlich den Fall aus 59 Metern Höhe. Und bevor jetzt die ersten Hardcore-Fans gleich wieder aufschreien, sage ich es lieber gleich. Der Power Tower 2 ist kein Freifallturm, sondern eine Vertikalfahrt. Und was ist eine Vertikalfahrt? Nun, eine Vertikalfahrt ist ein Fahrgeschäft, bei dem der Fahrgastträger entlang eines Turms mittels Seilzug schnell hinauf als auch schnell wieder runter befördert werden kann. Also kein echter Freifallturm, da der Fahrgastträger nie frei fällt, sondern immer über Steilseile mit dem Turm verbunden bleibt. What the fuck? Wie bei einem normalen Aufzug besteht über Steilseile ein ständiger Kontakt zwischen dem Fahrgastträger und dem Turm. Es kommt also nie zu einem freien Fall. Ach so, na denn. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich der Begriff Freefall Tower bzw. Freifallturm aber auch für Vertikalfahrten durchgesetzt. Der Power Tower 2 wurde 2001 vom deutschen Hersteller Maurer & Söhne gebaut und ist mit einer Gesamthöhe von 66 Metern die höchste transportable Vertikalfahrt der Welt. Die gesamte Fahrhöhe liegt bei 59 Metern, also die höchste Gondelposition. Und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 54 km/h abwärts und 23 km/h aufwärts. Der technische Fahrablauf ist komplett computergesteuert und sodass vom Rekommandeur lediglich eines der 6 Fahrprogramme gestartet werden muss und welches dann automatisch abläuft. Und ein Fahrprogramm besteht in der Regel aus mehreren Auf- und Abfahrten, logisch. Der Power Tower 2 benötigt für seinen Betrieb eine elektrische Leistung von 1 Megawatt. Megawatt ist cool! Also richtig was für Wattenfall. Und eine Stellfläche von 21 Metern Frontlänge und 22 Metern Tiefe. 2002 wurde dem Geschäft ein Display hinzugefügt, welches bestückt mit LEDs kilometerweit sichtbare Grüße von Fahrgästen oder Sportinformationen oder Informationen über den Festplatz angezeigt werden können. Und dieses Display, das dreht sich auch noch. Also das ist, finde ich, richtig spektakulär und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee von der Firma Schneider. Der Power Tower 2 hat natürlich auch eine Homepage unter der Adresse powertower2.de. Das lohnt sich auf jeden Fall mal, da vorbeizuschauen, auch wenn die Auflösung nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, aber es ist wunderschön animiert und auch mit Soundkulisse. Es gibt dort auch ein Video. Wir schauen mal kurz rein. Base of Power Tower. Contact
Power Tower. Und natürlich gibt es auch eine Facebook-Fanseite vom Power Tower 2 der Schaustellerfirma Schneider. Schaut mal rein, da gibt es auch sehr, sehr viele Bilder, Fotos, Berichte. Auch Videos sind dort zu finden, sehr, sehr cool. Ja, liked sie oder schützt sie, ich habe sie auch geliked und ist immer ganz interessant, was da so aktuell abgeht. Auch vor den Transporten gibt es sehr viele Bilder, schaut auf jeden Fall mal vorbei. So, dann schauen wir mal auf die Technik vom Power Tower 2, schauen wir mal drauf. Also, die Gesamthöhe ist 66 Meter, die höchste Gondelposition, da haben wir 59 Meter, 6,5 Meter pro Sekunde ist die Geschwindigkeit aufwärts, 15 Meter pro Sekunde maximal ist die Geschwindigkeit abwärts. Grundfläche, was benötigen wir? 21 Meter Front, 22 Meter Tiefe. Gondeldurchmesser ist 7 Meter. Die Gondel hat leer ein Gewicht von 7500 Kilogramm. Dann beladen hat die Gondel ein Gewicht von ca. 10.500 Kilogramm. Gesamtgewicht der Anlage beträgt 180 Tonnen. Fassungsvermögen sind 32 Personen. Stromanschluss benötigt das Geschäft 1000 Kilowatt. Der Hersteller ist die Firma Maurer Söhne aus München und für den Transport werden 11 Fahrzeuge benötigt, also 11 Sattelauflieger, ne? Keine Autos. Ja. Die nun gleich folgenden Aufnahmen stammen vom Hamburger Sommerdom 2002 und vom Hamburger Frühlingsdom 2003. Und was gibt's zu sehen? Also einmal ein komplettes On-Ride-Video, dann Nacht-Off-Ride sowie auch Tages-Off-Ride-Aufnahmen. Und was ganz interessant ist, Steuerpult-Aufnahmen vom Turm inklusive Rekommandeur-Aufnahmen. Da hat beispielsweise der Thorsten Oberbeckmann rekommandiert. An dieser Stelle schönen Gruß und herzlichen Dank, dass ich dort filmen durfte. Dann gibt es, wie gesagt, noch die kleine Backstage-Führung, die ich veranstaltet habe. Das war eben auf dem Hamburger Frühlingsdom 2003. Dürfte auch noch ganz interessant sein. Und nach dem Video sehen wir uns natürlich nochmal wieder zu meinem persönlichen Fazit zum Power Tower 2. Dann habe ich nochmal eine Frage an euch. Und wir kommen zum Feedback der letzten Funfair-Blog-Ausgabe. Sprich, dann kommt ihr nochmal zu Wort. Und nun würde ich sagen, steigt mit mir in die Lüfte und fallen wir gemeinsam aus 59 Metern Höhe. Lars, halt dich doch mal kurz, Mensch! Ich freue mich drauf. Bis gleich. Welcome to the Power Tower. Sit down and get up in the air with us. Die Ruhe vor den Sturmdatenbank am Ende. Denken wir ganz gemütlich die 66 Meter rauf. Hat das geschafft, sind wir in diesem Augenblick oben angekommen. 66 Meter und 13 Stockwerke über Hamburg. Die Ruhe vor den Sturmdatenbank am Ende. 66 Meter über Hamburg, da hört die Freundschaft auf. Na dann, ihr Lieben, das, was jetzt kommt, ist einfach so einfach wie Autofahren. Gucken und treten, ersten Gang einlegen, gucken und ganz am Kommen lassen und Gas geben. Platz da! Alright, da bin ich ready. Da komm wieder, Schätzchen, da lieber noch im Wind, das nützt ja nichts. Here we go. Die Schwäche, die ihr kennt auf die Wien. Ich habe ja keine Knarre, gleich noch mal über das hier nimmt. Da nehmen wir noch ein Tier und Schätzchen. Ja. Schauen wir mal hier. Komm, hier, erste kleine Bestandsaufnahme. Wie sieht's aus? Alles auf jeden Fall bei euch? Wunderbar, dann würde ich sagen, komm her, links rein zur zweiten Runde. Das machen wir gleich nochmal. Dann haben wir da oben nicht so schreit, sonst werden die Enge sauer. Das geht aber mal hoch, was ich gehört habe. Sag mal, Freunde, links, der Links, pass mal auf, an dieser Stelle haben wir Zeit für ein kleines, allseits beliebtes Dauerdauer-Geschwindigkeitsspiel. Wir öffnen mal kurz alle Sicherheitsflügel und ihr tauscht dann euren Platz mit dem linken Nachbarn. Sollte dabei jemand herunterfallen, ist es ganz klar nach derjenigen Verlobung. Der höchste Transportable Freifallturm der Welt. Muss man ausprobieren.
selber testen. Und jetzt. Wer weist euch in die Bügel? Holgi nochmal. Oh, die Antwort war richtig. Ja, ist klar, machen wir nochmal. Letzter Schuss. Einfach packen wir nochmal. Alles klar, hat das gemacht, wir setzen ab zur Landung an. Die Bügel da einmal kurz zum Körper ran, ziehen die Teile auf. Nach vorne und hinten geht es da wieder raus. Hoch zur Leiche, alles geht. So, du bist immer da wieder rauf. Willst du hier alles links? Komm her, Peter. Sag mal ganz, ganz langsam an, damit der Magen sich dran gewöhnen kann. Ladies and gentlemen, welcome to the Power Tower. Sit down and get up in the air with us. Junge, Mensch. Oh, nee. Wir sind oben angekommen, 66 Meter und 13 Stockwerke über Hamburg. Direkt in unserem Wendehaus. Können wir uns an dieser Stelle das Business aus der Kühlschrank? Klar, die Pilot Schwächelt wunderbar, da gleich am Ende. Willst ja nichts, komm her, Kinder, da geht noch was. Da nehmen wir noch ein Witz. Und genau dahin müssen wir auch wieder zurück. Ihr lasst alle mal die Bügel um, streckt die Hände gerade nach vorne raus.
Und wir machen das nochmal freihändig. Da wird es eine Festhalte. Der höchste transportable Flammenfallturm der Welt. Verpacken wir nochmal, ne? Wollen wir die physikalischen Grenzen dieser Maschine jetzt mal ausloten? Das geht dann auch. Thank you.
Das war die Crazy Beach Party. Da hat er alles gemacht. Lars, du musst den Hasen filmen ohne Ohr. Den Hasen? Den Hasen. Hier vorne steht der Hase, der hat kein Ohr, das Ohr liegt ihm, ja, das Ohr liegt ihm hinten auf dem Rücken. Das musst du dann aber wegschneiden. Konzentriert werden wir uns dazu nicht. Ja. Was sind denn dann wieder die Outtakes, die hier rauflabern? Die Outtakes, ja. Ich kann nur sagen, 10.000 Mann. Nein, 10.000 Mann. Jo. Total. Nee. Besetze keinen Platz bei, lass die Taschen einfach vor und sitz am Stuhl. Einfach vor und sitz im Stuhl. Wir machen das Freihändige und ohne Zähne. Die Hände zum Himmel, Himmel. Na los. Alles immer wieder und back to the base. Wir haben es geschafft. Die Bügel öffnen sich automatisch, wenn wir oben sind. Boah, da steht jetzt noch Rampel, ne? Alles klar, letzter Schuss, machen wir noch einen, nehmen wir noch einen mit. Finale. Oh. Endspurt, Finale, Countdown, nehmen wir noch einen mit, tüten wir noch einen ein, da rücken wir uns einen weg. Ready. Baby. Welcome to the Power Tower. Sit down and get in the air with us. War richtig, ne? Das war einfach nur scheiße. Dein Gelaber ist einfach nur scheiße. Mein persönliches Fazit zum Power Tower 2. Nun, ich bin den Turm auf dem Hamburger Sommerdom 2002 das erste Mal gefahren und war natürlich auch beeindruckt von der Höhe. Ich meine, für einen transportablen, jetzt sage ich schon fast wieder Freifallturm, nein, Vertikalfahrt, ist das absolut beeindruckend und eben auch mit dem Display oben, was sich dreht, sehr, sehr geil, wo man Grüße lassen kann, wo eine Schrift eingeblendet wird. Grüß dich! Das kann man wirklich kilometerweit sehen und somit war das Riesenrad im Grunde genommen nicht mehr das höchste Geschäft auf dem Volksfestplatz, sondern ja, der Freifallturm, wollte ich gerade schon wieder sagen. Kannst du nicht einen Satz mal richtig sagen? Die Vertikalfahrt, der Power Tower 2, so, war das größte Geschäft. Und naja, ich habe es eben gesehen und war das absolut beeindruckend, auch mit den Lichteffekten. Und was ich sehr cool finde, ist auch die Thematisierung. Also das Ganze mit einer schönen Rückwand, vorne auch mit diesem Zeiger, mit diesem Aufzugzeiger, mit, wo dann draufsteht 13. Floor. Das Ganze wurde ja so ein bisschen hotelthematisch thematisiert und was sehr, sehr geil ist, sind auch die Spotleuchter, die immer die Gondel verfolgen. Nachts sieht das genial aus, grandios aus und der Fahrstuhlzeiger da vorne, der bewegt sich auch immer ganz nach Gondelposition und das hat, ja, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, aber naja, ich dann dahin und ich habe ja, wie vielleicht einige wissen, Höhenangst. Aber ich liebe es wirklich, Freifalltürme, Vertikalfahrten zu fahren und bin ein absoluter Fan davon. Naja, das erste Mal bin ich dann mit dem Geschäft gefahren und war auch wirklich begeistert von der angenehmen Fahrt her. Schön sanft, überhaupt nicht ruckelig und man hat da wirklich auch diese Bungee-Jobs, ne, die man mit diesen Tower machen kann. Wo es dann so im Magen kribbelt, dieses
diese Super-Airtime-Kräfte, die man ja nur hier auf diesem Kanal erleben kann, fand ich sehr, sehr geil. Und die Höhe natürlich, wie der Turm das erste Mal mit mir bis zur Gondelposition gefahren ist ja, und dann oben stehen bleibt, puh. Und dann habe ich ja währenddessen noch dieses On-Ride-Video gemacht. Da ging mir schon ganz schön der Kackschiff, muss ich sagen. Und dann, wie es runterging, ja, hat es wirklich nur Spaß gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich gefahren bin, keine Ahnung. Aber auch nachts ist dieses Geschäft, finde ich, eine absolute, ja, optische Meisterleistung. Ich finde es einfach cool und ich hoffe, dass dieser Turm noch lange, lange erhalten bleibt. Ja, und wenn ich jetzt eine Schulnote geben sollte, müsste, würde ich dem Power Tower 2 eine 2 geben. Warum keine 1? Nun, das ist ganz einfach. Ich bin nun mal ein Fan von diesen Shoot-and-Drop-Towers. Von Hus oder auch von Intermin à la Mystery Castle oder eben auch Countdown, ne, von Robran damals. Ich finde eben diese Abschüsse, ach, die liebe ich einfach. Und deswegen kann ich den Maurer und Söhnen Tower leider keine 1 geben. Aber es ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Und ja, so ist es nun mal. Schlecht, alles schlecht, schlecht, mega schlecht. Alles scheiße. Ja, und dann habe ich natürlich noch mal eine Frage an euch. Wie ist eure persönliche Meinung zum Power Tower 2 der Schaustellerfirma Schneider? Welche Schulnote würdet ihr dieser Vertikalfahrt geben? Und dann noch mal eine Zusatzfrage. Und zwar, fahrt ihr auf Volksfesten Freifalltürme oder schaut ihr vielleicht nur zu? Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Google Plus und auf Facebook. Und auf YouTube und Google Plus verlinke ich euch jetzt oben rechts eine Umfrage. Da könnt ihr auch gerne mal teilnehmen und da seht ihr auch das Ergebnis, wie die anderen so abgestimmt haben. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, nehmt teil, würde mich freuen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt über eure Meinung. Und das ein oder andere Posting werde ich natürlich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um das Thema VR-Coaster bzw. Coastiality / Oberpark. Pra, 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 pra. Und da habe ich euch gefragt, wie ist eure persönliche Meinung zu VR-Coaster? Feiert ihr diese Entwicklung oder findet ihr es einfach nur schrecklich? Seid ihr vielleicht auch schon mal einen VR-Coaster gefahren? Und dann habe ich nochmal die Umfrage gestartet, ja, gefällt euch VR-Coaster oder gefällt euch das nicht oder wisst ihr nicht? Und wenn ich mir jetzt so das Umfrageergebnis anschaue, ist es eigentlich relativ eindeutig. Und zwar 70% haben gesagt, gefällt mir nicht. 20% haben gesagt, weiß nicht, die können sich nicht entscheiden oder wollen es noch eben real testen. Und 10% haben gesagt, gefällt mir. Ja, das ist nicht viel, ne? Also wenn man so sieht, viele sind da noch sehr, sehr skeptisch. Und ja, ihr habt auf jeden Fall auch nochmal auf YouTube und Google Plus und Facebook sehr, sehr viel kommentiert. An dieser Stelle herzlichen Dank. Also war ein Thema, was sehr brennend war. Schauen wir erstmal auf YouTube. Und zwar hat der onride.de Faszination Achterbahn, der Markus, kommentiert. Gutes Video. Vielen Dank, lieber Markus. Ich kann deine Argumente schon weitestgehend nachvollziehen. Ich konnte es bis jetzt selbst noch nicht testen, bald aber dann inklusive Bericht, darauf freuen wir uns schon. Daher bewerte ich das Ganze noch oder auch noch nicht. Ich bin nicht dafür, aber auch nicht dagegen. Ich meine, klar, die Kapazitäten leiden drunter. Man sitzt praktisch alleine in der Bahn, es kostet, wobei das ja nur im Europapark der Fall ist, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber es kann ja auch einfach cool sein. Die Preview von Galactica fand ich grafisch zumindest verdammt geil. Sowas kann ja auch einfach dann ein gutes Erlebnis sein. Macht man dann einmal und dann ist gut, ist ja alles zum Glück auch immer optional. Dass sowas nach dem 5. bis 10. Mal langweilig wird, sollte eigentlich jedem klar sein. Ja, vielen Dank, lieber Markus, für dein Feedback zum Thema. War so ein bisschen jetzt auch neutral, fand ich ganz cool. Und das stimmt, also auch die Animation von Galactica kann ich an sich auch noch nicht beurteilen, habe ich also auch noch nicht gesehen. Und ja, aber wie gesagt, man muss es schon mal testen, ausprobieren, das will ich auf jeden Fall. Obwohl ich eben da sehr, sehr, sehr skeptisch bin bei dieser Entwicklung, weil mir das einfach um den Sack geht, diese Brillen und diese virtuellen Welten. Das ist genauso wie im Kino, also wenn ein Film in 3D läuft, da sage ich in der Regel, ach, gibt es noch ein 2D? Ich habe keinen Bock auf diese ganze 3D-Kacke. Und naja, aber gut, jeder so, wie er ist. Oder ja, Punkt.
Ich verhedder mich wieder. So, dann gucken wir jetzt mal. Ups, Bäuerchen. Dann gucken wir jetzt mal auf Facebook. Wer hatte da noch geschrieben? Und zwar der Robin Pfeiffer. Ohne das Video vorher gesehen zu haben, kann ich dir jetzt schon sagen, dass du immer alles scheiße findest. Ja? Fixe, alles doof. Edith nach dem Video. Oh, er hat das Video gesehen. Schade, dass sich das gerade bestätigt hat, aber ich frage mich langsam, ob dir an Freizeitparks überhaupt noch irgendetwas Freude bereitet, weil immer nur alles schlecht ist nach dir. Ja, kennst du meine anderen Videos? Alles scheiße. Wenn du deine Mitfahrer schmecken willst, dann fahre doch ohne Brille. Ach so, wenn ich jetzt ohne Brille fahre, dann schmecke ich meine Mitfahrerin. Ich hätte mal das Wort schmeckende Mitfahrer nicht erwähnen sollen im Video. Also da gab es schon einiges, ja. Es zwingt dich ja keiner dazu. Nee, das stimmt, es zwingt mich keiner. Aber dazu kann ich ja trotzdem meine Meinung sagen, oder? Sind cool. Übrigens, die für Brillenträger kann man die Schärfe einstellen, sodass man keine Brille braucht. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, sehr gut. Wenn es einen Fehler gibt, durfte bisher immer jeder nochmal fahren, den ich gesehen habe. Der TÜV lässt das zu, weil die Brille festsitzt. Ach so. Bei Loopingbahnen gibt es eine Kinnhalterung dazu. Aha. Bei Pegasus gibt es eine Fangleine. Na. GoPro-Gurte sind übrigens fast überall erlaubt, solange es kein Filmverbot gibt. Ich glaube aber nicht, dass diese Brillen komplett die Thematisierung ersetzen werden. In einigen Parks vielleicht schon. Heidepark. Übrigens sind deine Schnittsequenzen sehr verstörend. Meinst du diese hier? Lieber Robin, vielen Dank für deinen Kommentar, wenn er auch sehr kritisch ist. Ja, ich stehe zu meiner Meinung und so ist es nun mal. Aber wie gesagt, auf diesem Kanal werden alle Meinungen akzeptiert, hier wird nichts zensiert. Von daher finde ich das cool, dass man auch mal andere Meinungen darstellt oder auch präsentiert. Aber ich finde nicht alles scheiße in Freizeitparks. Also sonst würde ich ja diesen Kanal auch nicht machen über Freizeitparks und Chemis, wenn ich das alles doof finde, oder? Naja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf Google Plus. Wer hat denn da noch geschrieben? Und zwar der KingNaktar88. Ich bin zwar noch kein VR-Coaster gefahren, stehe aber eher negativ dazu. Was? Auch wenn es eine neuartige Entwicklung ist, kann man ja gerade so gut in einen 3D-Bewegungssimulator gehen. Oder ins Kino. Liebe Grüße nach Lübeck. Jo, liebe Grüße zurück in die Schweiz. PS, wie viele Europapark-Fanboys verteidigen ihr Europapark-Coastiality? Pra, 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 pra. Ja, weiß ich nicht, wie viele den Coast Reality verteidigen, aus welchem Grund auch immer. Ist mir aber ehrlich gesagt auch egal. Ich habe meine Meinung dazu und die präsentiere ich auch und gut ist. Apropos, muss ich auch nochmal erwähnen, man soll ja auch nicht mal alles negativ finden, ne? Deswegen auf Twitter zum Beispiel, kurz nachdem ich das Video veröffentlicht habe, hat sich der Dennis von VR Coaster gemeldet mit einem sehr, sehr coolen Bild. Und zwar hat er gepostet, Video ist angekommen und wir akzeptieren alle Meinungen, danke. Ja, siehst du. Und dann hatte ich mit ihm noch ganz nett geschrieben, über Twitter ganz kurz. Also wirklich, das nenne ich Professionalität und man akzeptiert auch andere Meinungen und auch kritische Berichte über dieses Thema. Finde ich sehr cool, man schaltet nicht auf beleidigt und da können sich einige Firmen, Unternehmen oder auch einige Personen mal ein Beispiel nehmen und nicht immer gleich sagen, du bist schlecht und du hast keine Ahnung, bla bla bla. Kinders, das ist Demokratie. So funktioniert es. Stichwort T-Shirt-Sammelbestellung. Habe ich ja schon beim letzten Funfair-Blog-Video angekündigt. Und zwar, wer jetzt alles so ein tolles T-Shirt mit Funfair-Blog-Logo haben möchte, damit ihr auch die coolsten auf dem Volksfest oder im Freizeitpark seid und auch die super Airtime-Kräfte richtig genießen könnt mit dem T-Shirt in einer Achterbahn, dann könnt ihr, mache ich jetzt mal einen Aufruf. Und zwar gibt es dieses T-Shirt in den Farben Schwarz, Hellblau, Dunkelblau und Rot. Und zwar ist das ein Textil-Digital-Direktdruck, so nennt sich das Ganze, auf einem Premium-Marken-T-Shirt, bestehend aus 100% Baumwolle
Und ja, was kostet das T-Shirt? Ich habe mich dazu entschlossen, das zum Selbstkostenpreis rauszugeben. Also ich verdiene an diesem T-Shirt nichts. Nicht, dass die Essenden sagen, boah, der Lars, der verdient sich dumm und dusselig mit diesen T-Shirts. Ne? Mach das bitte nicht, bestellt nicht so ein T-Shirt, ey. Da ist so viel Gewinn drauf, deswegen Selbstkostenpreis. Und das Ganze kostete 17 Euro inklusive Verpackung und Versand. Was? 17 Euro? Sag mal. Und der Versand ist übrigens versichert und läuft als DHL-Paket, also damit auch kein T-Shirt oder Paket verloren geht, das wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Deswegen wird das Ganze versichert verschickt und das ist alles in den 17 Euro mit drin. Und ja, was müsst ihr machen, beziehungsweise welche Zahlungsmöglichkeiten habt ihr? Ihr könnt bezahlen über PayPal und zwar an paypal.me/funfairblog. Das ist so eine Seite, oder wenn ihr darauf klickt, ich verlinke euch den Link auch nochmal in der Videobeschreibung, dann landet ihr direkt auf dieser PayPal-Seite und könnt dann wirklich bequem das an mich bezahlen. Das geht wunderbar. Oder ihr könnt auch, wenn ihr kein PayPal habt, auch per Banküberweisung vorab bezahlen. Das geht auch. Wenn ihr euch für die Banküberweisung entscheidet, dann schickt mir einfach eine Mail an lars@funfairblog.com und dann schicke ich euch die Bankverbindung oder meine Bankverbindung. Ihr könnt natürlich auch das Geld bar per Post an mich schicken, an meine Privatanschrift schicken, würde ich euch aber nicht empfehlen, weil Geld über Post schicken, nee. Also ich würde wirklich empfehlen, entweder über PayPal zu gehen oder per, wie heißt das, Banküberweisung. Und dann müsst ihr mir natürlich auch noch sagen, welche Größe ihr gerne haben möchtet, wie viele T-Shirts, es kann ja auch sein, dass der ein oder andere zwei, drei T-Shirts haben will, also welche Größe ihr noch habt, welche Farbe ihr gerne haben möchtet und dann brauche ich natürlich auch eure Anschrift, sprich ich muss ja wissen, an wen ich das verschicken soll. Und ich würde sagen, ihr habt Zeit bis zum 10. April oder bis einschließlich 10. April 2016, so lange warte ich, bis die Bestellungen eintreffen von euch. Und ihr müsst natürlich auch Vorkasse bezahlen und nur wer bezahlt hat, der bekommt auch so ein T-Shirt, das bestelle ich dann auch. Ich kann ja nicht in Vorkasse treten für alle, also das geht natürlich nicht. Und ja, wer nach dem 10. April sich meldet und dennoch ein T-Shirt haben will, der muss entweder mehr bezahlen oder kriegt keins mehr. Ich weiß nicht, wie ich das dann mache, keine Ahnung. Also wenn ihr nutzt diese einmalige Chance und ja, wenn ihr so ein T-Shirt haben möchtet, dann schnell. Gut, dann jetzt nochmal eine kleine Videoempfehlung. Und zwar habe ich beim YouTube-Kanal Cassie beim Video Lecker ist anders eine Chili, wie heißt das? Chili-Bohnen gefressen, gegessen. Das sind so solche Ekelbohnen. Und das ist so eine Challenge gewesen auf dem Tube Hamburg-Treffen. Ist meiner Meinung nach sehr lustig geworden. Und ja, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, antun wollt, wie ich fast kotze, dann schaut euch das Video an. Ich verlinke euch das auf YouTube und Google Plus hier oben rechts. Und auf Facebook verlinke ich euch das in der Beschreibung. Schaut mal rein und dann guckt euch auch mal den Kanal von Cassie an. Sehr, sehr geil, sehr cool, sehr sympathische Person. Lohnt sich definitiv auch mal zu abonnieren. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und weitere Funfair-Blog-Ausgaben findet ihr auf YouTube und Google Plus, hier oben rechts. Oder auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite in der Rubrik Videos. Ein Abo von Funfairblog, besonders mit T-Shirt, verleiht euch super Airtime-Kräfte. Deswegen abonniert diesen YouTube-Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Oder klickt auf der Funfairblog-Facebook-Seite auf Gefällt mir und dann verpasst ihr auch keine Beiträge mehr. Das soll's von mir gewesen sein. Die nächste Funfairblog-Ausgabe erscheint am kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Und was ist eine Vertikalfahrt? Also eine Vertikalfahrt. Und gefällt euch VR-Coaster? Gefällt euch das nicht? Oder ja, wisst ihr nicht? Ja, und da bin ich mir jetzt das.